Hey Leute, Crimex hier, was geht ab, Paul Berger? Wir werden heute gemeinsam auf Satisfying Video with Relaxing Sleep Deep Music Stress Relief Meditation Episode 222 reagieren. Also heute auf jeden Fall mal wieder auf befriedigende Videos, meine Freunde. Es wird sehr entspannt. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und bevor wir starten, meine Freunde, noch kurz Werbung in eigener Sache. Und zwar, Leute, ihr habt es vielleicht alles schon mitbekommen. Ab sofort könnt ihr mein Buch vorbestellen. Erscheint am 5. Oktober. Über 2 Jahre haben wir jetzt daran gearbeitet. Ich bin sehr, sehr stolz mit dem Ergebnis, Leute. Mit Vollgas durch Los Carros. Wer Bock auf ein geiles Abenteuerbuch hat, im GTA-Style und mich supporten möchte, würde ich mich sehr drüber freuen. Link in der Videobeschreibung, könnt ihr überall vorbestellen, wo es Bücher gibt. Ihr wisst Bescheid, Leute. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal rein. Abfahrt mit dem Video. So. Okay, wir haben schon lange nicht mehr auf so eine satisfying Videos reagiert. Habe ich Bock drauf, Leute. Habe ich jetzt richtig Bock drauf. Ganz entspannt, Leute. Das ist wirklich zu krass, diese Videos. Das ist einfach so satisfying hinzuschauen. Man will einfach so sehen, was die da machen, einfach. Das ist so ein Laserschneider oder so, ist das für so eine Gravur. Glaube ich. Was ist das denn? Hä? Alter, kann der Holz schneiden damit? Krass. Oh, das fand ich jetzt nicht so satisfying. Boah! Okay, das sieht satisfying aus. Mädchen, ja, macht den ganzen Tag nur das. Sieht so aus, als würde die sich gleich in den Nagel schneiden. Boah. Und ab geht's. Was ist das denn? Sind das Eis? Waren das Eisblöcke oder was? Ich freue mich auch irgendwie schon wieder voll auf den Winter. Leute, schreibt mal in die Kommentare. Gehört ihr zu den Menschen, die jetzt nach dem Sommer nachtrauern, die gerne noch mehr Sommer hätten? Oder freut ihr euch, dass jetzt so ein bisschen kälter wird und so? Ich bin so jemand, ich freue mich richtig jetzt auf den Herbst, Winter, wieder so Pullis und dicke Jacken anziehen. Finde ich voll geil. Wenn es morgen zu frisch ist, man öffnet das Fenster, erstmal frische Luft und so. Ich bin irgendwie, also ich, den Sommer liebe ich natürlich auch, aber ich finde es schön, dass wir 4 Jahreszeiten haben. Es gibt ja, die meisten sagen ja, die wollen immer Sommer haben, aber bei mir ist das gar nicht so. Ich finde das auch schön. Und nach dem Winter freut man sich ja dann auch wieder, wenn es wärmer wird, ne? Alter. Einfach mit so einem Laserschneider. Krass, das einfach ist, ne? Wird einfach so Metallplatten geschnitten. Das sieht aus wie ein 3D-Drucker. Aber was soll das denn werden? Keiner weiß. Boah, das war satisfying, wie er das gemacht hat. Dann die Klebereste entfernen und die Fugen sind zu. Das sind so Drohnen, Leute. Das sind so Drohnenshows. Auch krass. Krass, da werden so irgendwie 100 Drohnen oder so, die werden da so programmiert, das so zu fliegen. Das ist richtig cool, so eine Luftshows.
Was wird das denn? Sieht aus wie so eine Kabelkanäle. Boah. Er hat aber auch ein fettes Beil, ey. Es gibt ja wirklich Maschinen für alles, ne? Ach, krass. Oha. Das sieht auch satisfying aus, Leute. Man sieht da auch wirklich immer so eine Sachen, die man sonst nie sieht. Wo sieht man immer diese komischen Maschinen und so, ne? In so Produktionen. Das wird jetzt so dieses, wie heißt das? Gefärbt. Oha, ey, das ist ja cool. Das ist cool. Und zum Golfbälle aufsammeln. Was war das denn? Das beruhigt einen aber auch so, ne? Ich gucke hier dieses Video und es tut mir leid, Leute, dass ich hier so wenig erzähle nur, aber das beruhigt einen so voll. Oh, wie neu sieht das wieder aus. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich beruhigt das einfach irgendwie. Oh, guck mal, wie das so in einem Stück bleibt, wie er das so abzieht. Oha. Thank you.
Golf is not traditionally known for its raucous celebrations or displays of unbridled enthusiasm. Machen die zwei Paulberger da. Exceptions. Krass, gesniped. Okay, die Jungs sind hier im Sweat-Modus, ich merke schon. Oder diese schwitzen komplett. Ja. Ah. Oh, Leute. Künefe heißt das doch, oder? Türkisches Dessert. Sehr, sehr schmackhaft, Leute. Who says you can't make beautiful music with a drill? Oh, Digga. Er macht das einfach mit einem Bohrer. Yo. Der Pate. Ah, okay, clean. Sehr, sehr clean. Okay, der Pro hat sich, glaube ich, schon öfter mal in die Hände geschnitten da. Der ist schon Profi, ich merke schon. Hm? Name the Song. Oh, ich muss mal Name the Song. Kennt ihr den Song, Leute? Ich kenne ihn nicht. Yo, der springt einfach über die Straße. This absolutely massive bell weighs 70 tons and dates back to 1636. 70 Tonnen. Wow. Junge. Und aus dem 17. Jahrhundert kommt die. The exuberance of youth, a time when you can take terrible risks and live to tell the tale. Krass, sehr wild. Oha. Die springt einfach immer wieder aufs Pferd drauf. Cracked. Sehr, sehr cracked, Leute. Okay, hier so ein Flugzeugträger. Some people will go to great lengths to pass the time when camping without access to the internet. Oh, 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 schafft sie's hoch, schafft sie's hoch. Oh, die gibt auch alles. Die gibt alles. Ey! Hängematten, Leute. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in der Hängematte lag. Okay, was macht die Miezekatze hier? Okay, ist hier, glaube ich, doch ein bisschen zu hoch. Auf Feuerwehrmann-Basis. Sehr, sehr krass. Where your eyes go in this next clip says a lot about you. Leute. Nicht da hingucken, wo ihr gerade hingucken wolltet. Ey, wild. Sehr, sehr wild. Einfach mal so einen schönen Chai trinken in Dubai. Auf dem Waveboard oder wie man die Dinger nennt. Hä, Digga, ist das real? I don't know what this block of ice did to this guy, but he seems to be taking it very personally. Was hat... Boah. Junge, was ist das für eine Waffe? Was war denn das für eine Waffe, was der da hatte? Und Abfahrt. Boah, so Paragliden ist schon sehr krass eigentlich. Muss man eigentlich gefühlt auch mal machen, aber... Das ist auch gefährlich, ne? Ah.
krass, jetzt nur das Bild angeleuchtet. What happens in the locker room stays in the locker room. Unless it's both silly and amazing and just happens to be captured on camera. Ey, krass. Sehr, sehr wild. Oh, perfekt. Perfekt gebräunt, Leute. Perfekt gebräunt. Oh, das ist satisfying. Das ist satisfying. Perfekte Schleife. Super dark ice cream being any other flavor than black licorice. If so, you can keep it. Was? Was ist denn das für ein Eis, was so schwarz ist? Ob das schmeckt? Bestimmt mit Aktivkohle oder so. Funktioniert denn das, Leute? Und let's go. For anyone prone to seasickness or thalassophobia, you might want to close your eyes for this next one. Oh, guck, wie der Typ da vorne steht. Das. Okay, jetzt rennt er. Ich wollte gerade schon sagen, das juckt dir gar nicht, oder? Maschine, Junge. Das ist einfach der letzte echte Cowboy. Der letzte echte Cowboy, Leute. Krass. I challenge you to find a kid. Er hat wirklich einfach so ein Pferd mit einem Lasso eingefangen. Junge, wie chillig, der reitet einfach gefühlt so zur Schule gerade. Auch nicht mal mit Sattel. Oh, da wird gerade eine schöne Eiswaffel gemacht. Alter, mit dem und seinem Baseballschläger sollte man sich nicht anlegen. Was macht der da für Tricks? When the jump off a bridge spanning a river valley isn't high enough. Just rent a crane Alter. To a more respectable height. Digga. Einfach die Dose auseinandergerissen. Einfach Hulk. Wasser ist da reingeschoben. Now that this lion is sedated and receiving medical care, we can get a close look at not only those massive paws, but those gigantic shredders gar nicht so. It has for claws. Oh. Junge, was für eine perfekte Welle. Oh, halt dich drauf, nein, und this tschüss. This sticky little fella is a remora, sometimes called a suckerfish for obvious reasons. Alter, da braucht man Kondition. Junge, boah, ich könnte nicht mal freihändig fahren, ey. Pferd sieht aus, als wäre es nackt so und hätte kein Fell. This is Sepak Takraw, sometimes referred to as kick volleyball, and it originated in Malaysia in the 15th century. Was? It massive popularity across Southeast Asia and Junge. Was? Das ist quasi so Fußball Volleyball. Wow, was die da für Moves ziehen. Das habe ich noch nie gesehen. Wie krass dieses Fußball-Volleyball, bitte. Ich meine, die übelsten Fallrückzieher.
Well, technically, I suppose you could call this windsurfing. What else are you supposed to do in the back of the car on a long trip when your phone battery's dead? Ey, das habe ich einmal gemacht, Leute. Das ist so krank anstrengend, allein dieses Segel hochzuhalten. Ey, der trainiert gerade die Zehenspitzen, Leute. Ey, der fährt erstmal komplett im Wheelie los. Boah, ich glaube, das macht übelst Bock, da immer so rumzudriften. Oh, was ein Schnee-Halfpipe. Sehr, sehr cleaner Pass. Oh, ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es sieht irgendwie krass aus. Sieht so lecker aus, Leute. Hey, wichtig, er ist fest, er kann weiter hochgehen. Wie schnell klettert der da hoch? Das ist ein Profi-Kletterer. Okay, was ist seine Mission? Okay, Bro, alles gut. Du musst nicht auf den Verkehr achten. Kein Stress. Boah, ey, das, wenn er da einmal abrutscht, wird er von seinem eigenen Bus überfahren. Junge, wie satisfying das aussieht. Ah, da braucht man ordentlich Körperspannung. Guck mal, wie anstrengend, wie viel Arbeit das eigentlich ist, was heutzutage alles so Maschinen machen auf dem Feld. Yo. Geil. Geil, Leute. Ah, hier nochmal auf hoher See, Leute. Junge. Oh, nein, ich bin jetzt mit dem Bagger Golf. Oh, in our day-to-day lives, we rarely see anything amazing, but the world is full of amazing things. That's why we work so hard to collect all the marvelous stuff that happens all around the world and deliver it directly to your eyeballs. Was hat der denn da? Now take a load off, sit back and relax, because we're about to begin. You should okay, know Leute. That in America, ich bin gespannt. This is considered one serving. Was macht der denn da, Junge? Ist das eine riesige Dampfnudel oder was ist das? Sieht ein bisschen so aus wie eine riesige Dampfnudel. Yo. Alter. Junge, wie clean das aussieht. Er ist der Weinprofi. Ice cream season is now upon us. And I challenge you to find a better example than this.
Das schmeckt bestimmt gut. Schön in Pistazie noch rein, dann nochmal Schoki. Eieiei. Und nochmal Pistazie. Schmeckt bestimmt, Leute. Hey, yo, was denn das, ey? Irgendwie so Reispapier oder so? Okay. Was macht er da mit dem Luftballon? Habe ich nicht verstanden. Just add an obscene amount of volts of electricity to the mix and you should be good. Oh, was ist das denn? Oh yeah, the shoes are good. Yeah, the shoes are there you go. Was war das denn, Leute? Oha, das sind doch, was ist das, Amethysten oder was ist das? Expert machete skills aside, my mouth is watering, thinking about how delicious that fresh pineapple must taste. Oh. Oh mein Gott, so eine frische Ananas, auch schon wild, Leute. Oh, schau mal, die ist so richtig schön weich, reif, geschmeidig, die ist bestimmt richtig schön süß. Uiuiui. Ich glaube, da wird das Eigelb von dem Eiweiß getrennt. Das ist ein sehr, sehr effektiver Weg, um die Blätter zu schälen. This ice cream cone monstrosity, you'll be consuming enough calories to feed a family of four for 2 months. Bro, was ist das für ein Eis? Welcher Mensch soll das Ding essen? Ja, komm mal, Alter, ja, komm mal noch Schoko oben drauf. Ja. Ey, ey. Wer das ist, ehrenlos, ey. Was war das denn? Was ist das denn? He's tremendously talented. Junge, wie schön kann diese Einfahrt eigentlich aussehen? Thank God that we found a way to make planting work for us with the help of some modern machinery. Was alles für Maschinen gibt, Leute. Ui. Ensina aí, Tião, como é que faz serviço de preguiçoso? Ensina pro pessoal aqui do Quai. Gente, olha o Tião, como é que ele. Mas não tem como ainda. É que ele bota as coisas aqui na embalagem, ó. Ele tira da embalagem tudo certinho, olha lá, olha lá. Watermelon is my favorite fruit. Der macht das auch nicht zum ersten Mal. Just when I thought it couldn't get any better, they go and find a way to make it beautiful. Hm? Lol, ey, ich bin. Ich dachte gerade zuerst, das wären zwei, die das synchron machen, aber es ist einfach ein Spiegel da, lol. Aber trotzdem sehr nice. Cooler Trick vielleicht, wenn man eine Party macht oder so und das irgendwie so nice anrichten will. Was ist das denn? Muschel? Ist da was Essbares drin? Was sind das denn für Muscheln? Was ist da drin, Leute? Ist das so eine Muschel, wo eine Perle drin ist? Nee. Nee. Boah, das sind echte Perlen, Leute. Das sind so richtige Perlenmuscheln. Krass. So richtige Perlen sind ja auch echt voll was wert. Ich würde mir niemals so echte Perlen so teure kaufen, weil ich finde, da sehe ich keinen Unterschied zu Fake-Perlen.
Auch nice. Cooler Trick auch. Hey. Was sind das denn da für Pflanzen im Fluss? Was gibt's denn da? Was ist das, Leute? Okay, da sind schon wieder Amethyste. Werden wieder sauber gemacht. Ui. Crispy clean. This is not ethical in any way, but here's a great technique for siphoning off liquid from a can undetected. Alter, ich glaube, die machen da den größten Jufka-Döner der Welt. Ey, wow. Oh, das wird immer größer. Aber oh, schmeckt bestimmt saugut und keine Ahnung, was ist das? Und, ist ja kein Fladenbrot, aber ich weiß nicht, was es ist. Schmeckt bestimmt gut. Auch krank. Crazy. Lol. Ich wusste gar nicht, dass da so eine Maschine dafür gibt. Sammelt einfach die Golfbälle ein, wenn man drüber fährt. Everyone loves a little DIY interior design tutorial, right? Well, here's one you can do yourself to make your walls pop. Guys. If you're wondering why noodles taste so great, it's because they're made with a little love and a little bit of magic. Krass, der macht da einfach die Nudeln da draus. Just know that this cheese wrapping technique also works when wrapping irregular shaped gifts. Jetzt wisst ihr, wie man Käse ordentlich einpackt. Glaubt, das wird da irgendwie so ein Riesenteich oder sowas. Wie lange das einfach rollt. Das hat man vorhin in der Vorschau gesehen. Was ist das? Das sind einfach so riesen Bewässerungsdinger, die da rausfahren. Total krass. Covered long neck avocados. Hä? Es gibt so eine. Was ist das denn für eine Riesenavocado, ey? Oh, das ist so nice, Leute. Das ist so nice, so Gitterkartoffeln. Und die macht das da einfach mit Zucchini. Ja, das sieht auch aus wie. Als wäre man in irgendeinem Film, ey. Das Kind ist voll verwirrt, hä? Was geht da? Das sieht aber krass aus. Das Kind checkt gar nicht, was abgeht. Nice.
So, also auf satisfying Kunstwerke werden wir reagieren, quasi. Mhm. Wow. Was ist das? Das ist irgendwie ein fetter Edding oder so. Ah, das wird ein Bär. Sieht voll nice aus. Ah, und wenn man das jetzt backt, dann wird er quasi da die Kruste aufbrechen an den Stellen, was er da gerade reinmacht. Und ich glaube, dann hat das Brot später so eine schöne Musterung, wenn das jetzt gleich gebacken wird. Ui, oh, Alter. Okay, das sieht echt juicy aus, das Brot. Oh. So ein frisches, schön leckeres, frisch gebackenes Brot. Das ist schon was Gutes, Leute. Das ist schon was Gutes. Oh, auch sehr nice. Das ist doch hier schon wieder animiert. Oha. Voll nice geworden. Oha. Leute, schau mal, das ist unendlich geloopt. Man denkt, das wird immer kleiner, aber es geht unendlich. Oh, das sieht auch so clean aus, wie die das macht. Buns, was ist das? Das sieht aus, ist das ein Pikachu? Ist das ein Pikachu-Brötchen? Boah. Das sieht voll gut aus. Einfach ganz viele Kreise machen. Hey, wie viel Arbeit muss das sein? Diese ganzen kleinen Kreise da auszumalen. Ist das die Erde? Nee. Alter, das sind so Animationen, die kann man sich irgendwie so 10 Stunden angucken. Ist das jetzt auch animiert oder ist das jetzt echt? Das kann ich irgendwie gerade noch nicht so ganz deuten, ne? Aber da wird einfach Farbe wie aus so einer Tube rausgedrückt und daraus wird jetzt ein Bild gemacht. Oh. Sieht so ein bisschen wie die Disney-Schrift aus. Aber sehr, sehr nice. Gefällt mir. No is... Alter, hey, das sieht voll nice aus, das Artwork. Das so auf ein T-Shirt oder so. Cooles Design. Das ohne abzusetzen, macht ihr das? Das ist eine Blume? Ja, krass, schau mal, ohne durchgehend. Die macht ohne abzusetzen. Visual Experiments.
Ist das das Bluetooth-Zeichen? Das sieht aus wie das Bluetooth-Zeichen ein bisschen. Oder auch nicht. Ui. Sieht aus wie so eine Steinmarmorierung irgendwie. Da braucht man aber auch so einen Zitteranfall, um so malen zu können. Wenn man da jetzt noch so eine Glasur drüber machen würde, würde gut aussehen. Aber ich muss schon sagen, das sind wirklich, das ist wirklich alles sehr, sehr satisfying zum Anschauen hier gerade. Oha, oha, warum schaut er so böse? Was ist denn mit dem los? Jo. Kann er auch ein bisschen freundlich gucken, bitte? Ah, das wird so ein 3D-Kuchen. Nicht schlecht. Die Leute, ey, das ist so krass, wie kreativ die Leute sind. Seid ihr auch so? Ich würde gar nicht auf so eine Ideen kommen. Die sitzen da wirklich alle zu Hause, kaufen sich Farbe und Bilderrahmen, wo die was draufmalen und machen dann einfach sowas Schönes. Ist schon cool. Eigentlich ist das cool. Überlegt euch mal, wie nice muss das eigentlich sein, Künstler zu sein, also so und davon auch leben zu können. Du kannst voll kreativ sein, dich austoben und verdienst dein Geld damit. Also ich glaube, Künstler sein ist wirklich was Cooles. Das ist wirklich sehr nice. Weil mir als YouTuber geht es ja eigentlich eh nicht so. Ich kann ja auch kreativ sein und mir Sachen überlegen. Aber Künstler ist, glaube ich, schon cool. Alter. Sieht nice aus. Was war mit diesen Zeichen? Oder beziehungsweise ist ja ein iPad, aber die mit diesen Zeichenstiften und so da alles machen kann. Voll krass. Übernice aus. Ja, Leute, das war's gewesen. Ich hoffe, ihr fandet es genauso entspannt wie ich. Leute, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crymix.